Was geht? Kfz-Tutorial Bros hier. Heute zeigen wir euch, wie wir in einem Skoda die Nebelscheinwerfer tauschen wollen. Die Beifahrerseite hat einen Riss, ist vom TÜV gemängelt worden und wir tauschen jetzt von der Optik auch her alle beiden Seiten, damit das auch ordentlich aussieht. Für um den Nebelscheinwerfer dran zu kommen, müssen wir die Blende lösen. Dazu einfach hineingreifen und diese in Fahrtrichtung herausziehen. Schon können wir direkt auf den Nebelscheinwerfer schauen. Diese ist mit 3 Torx-Schrauben befestigt. Einmal. Upsala. Zweimal. Und der letzte. So, die halbe Arbeit haben wir schon gemacht. Wir können jetzt den Nebelscheinwerfer einfach herausziehen. Die Glühbirne aushängen, dazu in Uhrzeigersinn, beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann die Glühbirne herausnehmen. Wir haben jetzt hier Nebelscheinwerfer von der Firma Depo erworben. Wir müssen vorerst den Aufkleber entfernen. Und setzen jetzt wieder die Glühbirne hinein. Dazu ist zwar darauf zu achten, es gibt halt 3 Nasen. 2 sind ziemlich breit, eine ist etwas schmaler. Diese muss dann auch genauso hineingesetzt werden und im Uhrzeigersinn wieder befestigt werden. Und können dann den Nebelscheinwerfer wieder hineinsetzen. Die Birne muss ein bisschen mehr drehen. So. Und drehen bzw. schrauben dann die Schrauben einfach nur handfest, bzw. ziehen sie nur handfest an. Beim Kauf ist es darauf zu achten, dass die Nebelscheinwerfer auch eine ABE-Nummer drauf haben, beziehungsweise eine E-Nummer, zum Beispiel E4. Diese müsste definitiv auf dem Nebelscheinwerfer vorhanden sein, damit sie vom TÜV auch anerkannt wird, beziehungsweise damit sie auch zugelassen ist. Und können dann zu guter Letzt wieder die Blende hineinsetzen. Dazu mit der Nase erst hier hineinschieben und dann den so. Schon haben wir auf der einen Seite den Nebelscheinwerfer ersetzt. Auf der Fahrerseite machen wir immer das Gleiche. Hier ebenfalls dasselbe Spiel. Die 3 Schrauben herausdrehen. Nebelscheinwerfer herausziehen. Gegen den Uhrzeigersinn den Stecker rausnehmen. So, dort
hat hier wieder die Abdeckung da, beziehungsweise den Schutzkleber hier abziehen. Und den Stecker wieder hineinsetzen. Im Uhrzeigersinn wieder drehen. Und den Nebelscheinwerfer wieder hineinsetzen. Also ist nichts Wildes. Das schafft bestimmt auch jeder, ohne in die Werkstatt fahren zu müssen. Das Einzige, was man erledigen muss, ist in die Werkstatt fahren. Und die Nebelscheinwerfer müssen eingestellt werden. Damit die in der Funktion auch nicht blenden oder den Gegenverkehr stören. So, jetzt haben wir an einem Skoda die Nebelscheinwerfer getauscht. Das ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, man braucht nur einen Torx. Und 5 Minuten Zeit und dann hat man ganz schnell die Nebelscheinwerfer ersetzt. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, folgt uns auf Instagram und ich sage, bis zum nächsten Mal.